Hallo und willkommen zurück, werte Zockerfreunde, bei Let's Play Risen 2. Wir sind immer noch in Takarigua und jetzt fangen wir doch direkt mal hier an. Und zwar das gute Inventar. Wir wollten uns doch mal angucken, was wir hier alles bekommen haben. So, schauen wir doch direkt mal. Ja, Sand, schmutzige Tricks, genau. Die steinharte Gaganuss. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Lady Gaga. Chance auf K.O. Genau, direkt hier. Schmutzige Tricks ersetzt ja die Pistole und wird dann auch mit der guten E-Taste, meine ich, dann aktiviert im Kampf. Aber jetzt schauen wir doch mal. Und zwar haben wir hier einige Pflanzen. Hier, das gute Heldenkraut. Was haben wir denn hier? Oh, eine permanente Wirkung hat das Heldenkraut. Und das kann man auch bestimmt verwenden in der guten Alchemie, denke ich mir mal. Vielleicht auch nicht. Ja, Blutwurzel, Blutregeneration. Ja, ich denke mal, dass wir hier die guten Kräuter und Pflanzen brauchen, um uns gewisse Tränke halt herzustellen. Und hier, vielleicht finde ich eine Perle. Geht doch. Oh ja, nichts. Es funktioniert sogar. Nichts zu holen. Wer sagt's denn? Hier gibt's nichts zu holen. Immerhin, zwei Perlen haben wir gefunden. Man findet sie in Muscheln, schon klar. Die gute Leuchtkugel von den Sandteufeln. Wofür man die wohl noch braucht? Vielleicht auch einfach nur, um zu verkaufen? Nein, ich bin noch kein Pirat. Genau, ein Pirat sind wir ja noch nicht. Und deswegen brauchen wir so und so erstmal was zum Anziehen. Und dann werden wir bestimmt mal Pirat. Jetzt gucken wir mal, wen wir hier haben. Das müsste der gute Koch sein. Wir brauchen nämlich noch was Proviant. Verdammt nochmal! Ich kümmere mich um die Versorgung der gesamten Kolonie. Und wer hilft mir dabei? Kein Schwein. Verkaufst du Proviant? Jederzeit. Sag mir einfach, wenn du was brauchst. Oh, der ist natürlich klasse, aber wir suchen auch Arbeit, klar. Ich suche Arbeit. Ich hab genug Arbeit für zwei Leute. Wenn du alles erledigst, kannst du dir 200 Goldstücke verdienen. Verstehst du was vom Kochen? Naja, also eigentlich schon. Wir können Fleisch braten. Ich kann Fleisch braten. Ich rede nicht davon, einen Brocken Fleisch auf einen Stock zu spießen und ihn am Feuer verkokeln zu lassen. Ist ja auch egal. Du kannst Botengänge für mich erledigen. Aber ich brauche auf jeden Fall jemanden, der mir in der Küche hilft. Jemanden, der auch was vom Kochen versteht. Zum Beispiel deine kleine Freundin da. Was ist mit dir? Auf keinen Fall stelle ich mich in die Küche. Sollen wir jetzt die gute Patty in die Küche stellen? Das ist ja ein Ding. Ja, einen kleinen Moment. Gib mir einen kleinen Moment. Ich kläre das. Ja, Patty, hör mal, gutes Mädel. Lass uns doch nochmal über die Sache mit der Küche reden. Was gibt es da zu reden? Ach hier, Silberzunge. Wir könnten sie ja auch überreden und das machen wir natürlich. Weil 200 Gold, hey, und noch etwas Proviant, das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Ich hab eine Idee. Ach ja. Wir brauchen Proviant. Und? Und du bist in der Küche. Bin ich nicht. Ich meine, wenn du in der Küche wärst. Dann? Dann könntest du uns ein paar Rationen abzweigen. Und vielleicht noch ein paar Flaschen Rum. Niemand wird das merken. Das war dein Plan? Ja. Von Anfang an? Ja, klar, Patty. Ja. Der Plan ist gut. Sag dem Koch Bescheid. Ich bin dabei. Ja, alles klar. Da haben wir doch die gute Patty überredet. Wir sind ja auch ein Team. Ja, nochmal wegen der Arbeit. Und? Hast du die Sache geklärt? Patty wird dir helfen. Na bitte, geht doch. Sie kann direkt anfangen. Und du kannst den Wachen auf den Feldern ihren Grog bringen. Sprich mit Jill. Du findest ihn beim kleinen Haus am Ende des Tals. Los, ab mit dir. Ja, vielen, vielen Dank. So, Patty verlässt die Gruppe und Grog für die Wachen. Ja, alles klar. Lass mich mal durch, Gute. Ja, wen haben wir noch hier? Genau, Rockford war's. So eine Scheiße. Probleme? Das kann man wohl sagen. Ich habe das Kommando über die Wachen und unterstehe direkt die Fuego. Der Hohe Rat hat ihn zum Gouverneur von Puerto Sacarico gemacht. Der Mann macht mich noch wahnsinnig. Du hast ein Problem mit Di Fuego?
Er ist ein Zivilist und hat keine Ahnung von militärischen Abläufen. Seit er die Einteilung der Wachen geändert hat, geht hier alles drunter und drüber. Ich habe einfach nicht mehr genug Leute, um die Sicherheit der Kolonie zu gewährleisten. Und jetzt will er auch noch, dass ich einen meiner Männer zum Piratennest schicke. Als wenn die Halsabschneider mit uns verhandeln wollten. Ja, das suchen wir ja. Ich suche das Piratennest. Moment mal. Du bist der Kerl, den Sebastiano rausgeworfen hat. So sieht's aus. Dann bist du vielleicht genau der Mann, den ich suche. Ich muss eine Nachricht zu den Piraten schicken. Ich gebe dir 100 Goldstücke, wenn du sie überbringst. Und die Fuego zahlt dir noch einmal 100, wenn du mit einer Antwort zurückkehrst. Was meinst du? Oh, weiß denn der Gute die Fuego das? Naja, wir müssen so und so hin, also könnten wir auf jeden Fall die Nachricht überbringen. Gib mir das Gold, ich überbringe deine Nachricht. Gut, hier ist der Brief. Und hier ist dein Gold. Das Piratennest muss irgendwo im Nordosten der Insel sein. Du willst doch sicher nicht aufbrechen, ohne dich vorher auszurüsten. Bestimmt nicht. Pedro kann dir sagen, wo du alles findest, was du brauchst. Ich habe schon mit Pedro gesprochen. Dann weißt du ja Bescheid. Trainierst du auch Schwertkampf? Ich kann dir ein paar nützliche Dinge über den Umgang mit dem Degen beibringen. Oder willst du einen Trainingskampf? Nee, trainieren jetzt unbedingt nicht. Wir haben eine schlechte Rüstung, aber... Ich will mehr über den Umgang mit der Klinge lernen. Ich werde dir zeigen, was ich weiß. Ah, jetzt kann er uns hier einige Sachen beibringen. Wir sind ja auf Klingen 1. Eine Konterparade ist natürlich nett. Oh, hier Klingen 4. Das ist natürlich jetzt alles für einen Säbel. Oh, Gegenangriff. Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht, werden wir aber erstmal nicht machen. Ich muss weiter. Weil ich überhaupt gar nicht weiß, wie viel Gold wir denn dabei haben. Da können wir direkt mal eben gucken. Wir besitzen knapp 600 Gold. Ja, der gute Pedro, der ist noch hier am Kistenzählen. Und hier kommen wir ja nicht rein, weil die lassen uns nicht rein, richtig? War das nicht so? Na doch, wir kommen ja doch rein. Wo willst du denn hin? Ja, genau. Ich will zu Die Fuego. Zieh dir gefälligst was Ordentliches an, wenn du mit dem Gouverneur sprechen willst. Ja, gut. Genau das war es nämlich, was uns gesagt worden ist. Dann müssen wir uns noch mal ein bisschen weiter umgucken hier. Spielstand wurde erstellt, wunderbar. Ja, haben wir überhaupt eine Karte hier? Müssen wir erstmal gucken. Ne, wir haben nur die Seekarte. Ja, sieht ganz danach aus. Achso, genau, ich besitze keine Karte der Region. Okay, das wollte ich jetzt einfach mal testen. So, jetzt gehen wir erstmal hier hinten hin. Da ist nämlich so eine schöne Hütte. Dann gucken wir doch mal, ob da jemand drin ist. Weil wir suchen ja hier noch jemanden, der uns jetzt hier was Schönes verkauft, wenn ich mich recht erinnere. Och, hier haben wir eine Karaffe. Ein paar Sachen haben wir hier und niemand ist hier. Gucken wir uns natürlich direkt mal um. Ach, hier haben wir ein dreckiges Hemd. Das ist natürlich gut. Nehmen wir alles mit. Da haben wir doch schon ein Hemd. Das ist doch gut. Dann sparen wir ein bisschen Gold. Da haben wir noch Wein. Ja, sehr schön detailliert, muss man ja schon sagen. Und eigentlich könnten wir uns, genau, bis zum nächsten Morgen mal direkt schlafen legen. Damit haben wir nämlich wieder volle Lebensenergie. Und dann geht es auch direkt schon weiter. Ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt hier irgendwas vergessen haben, glaube ich aber nicht. Jetzt gucken wir uns hier doch mal eben um. Vielleicht finden wir hier noch das ein oder andere Pflänzchen. Ach, hier ist auch noch eine Kiste. Oh ja, das ist immer schön. Alles mitgenommen und gleich ziehen wir auch direkt mal das Hemd an. Auch was haben wir hier? Truthahn oder was soll das sein? Ja, Tatsache. Ja, die geben sogar auch Ruhmpunkte und dann schauen wir gleich mal. Die geben uns bestimmt etwas Proviant. Und das werden wir jetzt einfach mal machen, weil es wichtig ist. Ich habe ja auch ein Herz für virtuelle Tiere. So soll es ja nicht sein, aber es ist ja zum Glück nur ein Spiel. Und deswegen, es hilft uns ja. Ah, mal gucken, vielleicht lasse ich die nächsten auch einfach mal am Leben. Ich meine, wir haben es ja auch in Risen 1 nicht anders gehandhabt. Da haben wir die guten Hühnchen auch am Leben gelassen. Aber jetzt mal eben kurz zum Inventar. Wir haben doch jetzt hier so ein dreckeliges Hemd.
Ja, gut. Klingenfest, kugelsicher. 3-3. Mhm. Super. Das dreckigste Hemd der Welt. Ja, klasse. Ja, besonders gut sehen wir nicht aus, aber immerhin, wir tragen jetzt etwas. Das hilft, zumal hier gerade auf der Insel eine Schädelblüte. Gegen diese ekligen Mückenstiche und so. Wo dürfen wir hier einfach ran? Schauen wir doch mal. Nehmen wir natürlich alles mit. Der gute Grog, Käse und ja, er sagt gar nichts. Mit dem unterhalten wir uns aber auch gleich mal. So, Pulvermohn eingepackt. Wer bist du denn hier? Ah, Carter. Bist du hier, um mit dem Gefangenen zu reden? Ja klar. Warum ist der Gefangene hier? Wir hätten ihn ja zusammen mit den Molukken auf die Felder geschickt. Aber Riley meinte, er ist noch nicht durstig genug zum Arbeiten. Also lassen wir ihn ein paar Tage im Turm schmoren. Ich hab gehört, du verkaufst Kleidung. Sagt wer? Pedro sagte sowas. Kann schon sein, dass ich was für dich habe. Wenn du willst, kannst du dir die Sachen ansehen. Zeig mir die Sachen. So, und da sind wir auch schon jetzt hier im Handelsmenü. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Ich meine, ein Klick reicht ja schon aus. Und dann aktuell angelegt nichts. Eine bunte Hose, ein altes Hemd. Ja, okay. Ja. Immerhin ein Lederhemd. Hat doch ein bisschen mehr Verteidigung. Und ein altes Kopftuch. Ist natürlich alles nett, aber wir sparen natürlich erstmal das gute Gold. Und wir haben die Quest auch abgeschlossen, weil wir einen guten Kater gefunden haben. Und hier müsste ja der Lago sein. Und der trägt ja auch nichts mehr. Das Schwein hat mir meine Sachen weggenommen. Mein schönes rotes Kopftuch hat er schon verkauft. Meine Stiefel stehen jetzt vor irgendeinem Bett in der Baracke. Und meine schwarze Perle hat er sich selber in sein dreckiges Ohr gefriemelt. Aber dir scheint es ja auch nicht viel besser ergangen zu sein. Haben deine Freunde von der Inquisition dich rausgeworfen? Ich hoffe, die Sache mit dem Lagerhaus ist nicht schiefgelaufen. Genau. Nee. Genau, die kann uns auf jeden Fall mal. Die Inquisition kann mich mal. Besser spät als nie, sag ich immer. Und was machst du jetzt? Ja, eigentlich sind wir... Nee, nach einer magischen Sache... Lago, wie stehst du denn zum Piraten? Ich gehe zu den Piraten. Du willst zu den Piraten? Hör mal, ich verrate dir was. Bei den Piraten gibt es jemanden, der dir einen Dietrich besorgen kann. Wenn du damit zu mir kommst, zeige ich dir, wie man mit dem Ding umgeht. Abgemacht. Im Piratennest gibt es einen Schmied namens Stone. Der Kerl schuldet mir noch Geld. Er wird dir den Dietrich umsonst geben, wenn er glaubt, dass ich dich geschickt habe. Also sag ich ihm was? Ganz so einfach ist das leider nicht. Du brauchst entweder mein Kopftuch oder meine schwarze Perle als Beweis dafür, dass du auch wirklich von mir kommst. Das heißt, wir müssen an die Sachen rankommen, okay? Wie komme ich an das Kopftuch? Carter hat es dem Aufseher Riley verkauft. Der rennt jetzt damit rum. Du wirst ihn schon umhauen müssen, um daran zu kommen. Wenn du es schaffst, ihn zu einem Duell herauszufordern, mischt sich auch keiner von den anderen Wachen ein. Oh, das werden wir bestimmt hinkriegen. Wie komme ich an die Perle? Verstehst du was vom Taschendiebstahl? Tja. Kein Problem. Ich kann dir einiges über das Diebeshandwerk beibringen. Oh, das klingt natürlich sehr interessant. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Ah, das war natürlich klar. Was will er denn dafür haben? Ja, Schlösser knacken, ist klar. Ein paar Tipps für Anfänger. Gerissenheit 2. Ich weiß gar nicht, ob... Was ist denn das jetzt? Ein Taschendieb, ne? Ich hab nicht genug Gold. Ah ja, stimmt ja. Verdammt, also müssen wir noch ein bisschen Gold sparen. Oder es ist denn Tipps für den Anfänger? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber ich glaube, nee, das hier ist es. Ich will ein guter Taschendieb werden. Also 1000 Gold, Gerissenheit 2 besitzen wir, ja. Später. Deine Stiefel stehen in der Baracke? Ja. Und die Baracke wird bewacht. Aber ich wette, nachts schlafen die Bastarde. Du brauchst also nur lautlos da rein und kannst dich ein bisschen bedienen. Wie das geht, weißt du ja schon. Da drin gibt's bestimmt noch mehr zu holen. Ja, aber na klaro. Wie komme ich an die Perle?
Verstehst du was vom Taschendiebstahl? Tja, kein Problem. Ich kann dir ein... Okay, das klicke ich jetzt mal weg, da wiederholt er sich. Ich muss los. Warte! Sie geben mir nichts zu trinken. Die Schweine wollen mich zum Arbeiten zwingen, verstehst du? Du hast nicht zufällig einen Schluck Grog dabei? Oh, Lago, ja, na klar. Hier, hast du was? Hehehe, sieht so aus, als ob die Inquisition noch eine Weile auf meine Mitarbeit verzichten muss. Ja, da wollen wir doch mal hoffen, dass es uns nicht so ergeht wie ihm. Denn ich habe keine Lust auf Feldarbeit hier. Wir müssen ja die magische Waffe finden. Gegen die gute Mara, den Kraken. So, und jetzt ist halt die Frage, was machen wir jetzt als nächstes? Ich würde sagen, wir laufen mal eben kurz zu Di Fuego. Ah, da hinten sehe ich noch ein Blümchen, weil wir tragen ja jetzt ein Hemd. Und dann schauen wir doch mal, was der gute Kerl von uns möchte oder was der uns zu sagen hat. Wer weiß, vielleicht hat er auch einen Job für uns, denn Gold brauchen wir auf jeden Fall. Und dann müssen wir ja noch die guten Wachen abklappern. Na, das sieht ja schon besser aus. Du kannst jetzt mit Di Fuego sprechen. Ja, vielen Dank, Wache. Und da sehen wir auch noch ein paar Räume. Wie ich sehe, bewacht die Hälfte unserer Truppen jetzt ihre Villa, statt sich um die Sicherheit der Kolonie zu kümmern. Mein lieber Kommandant, die Sicherheit der Kolonie ist vollkommen gewährleistet. In Leutnant Roquefort's Bericht hörte sich das nicht so an. Ach, hören Sie mir auf mit Roquefort. Nachdem die Piraten sich auf der anderen Seite der Insel niedergelassen haben, hat er doch tatsächlich vorgeschlagen, die äußere Verteidigung der Kolonie zu verstärken. Wo es doch sein höchstes Anliegen sein sollte, für die Sicherheit des Gouverneurs zu sorgen. Der Hohe Rat hätte niemals... Der Hohe Rat hat mir das Kommando übertragen. Und aufgrund meiner unermesslichen Großzügigkeit habe ich angeordnet, ihr Schiff mit Wasser und Proviant auszurüsten, damit sie möglichst bald weiterfahren können. Wollen Sie an diesem Ablauf etwas ändern? Ich warte auf dem Schiff. Ja, die zwei vertragen sich ja wohl richtig prächtig. Was für ein Scheißtag. Wohin fährst du jetzt? Sobald wir unsere Vorräte an Bord haben, fahren wir zurück zur Schwertküste. Alle paar Monate fahren wir Caldera und Takarigua an, um neue Männer mitzunehmen und Sklaven abzuliefern. Ich hoffe, unser Stützpunkt steht noch. Du machst dir Sorgen um den Stützpunkt an der Schwertküste? Bisher sind nur wenige Männer und Frauen dort. Wir haben ein kleines Gebiet an der Ostküste gesichert und konnten es bis jetzt erfolgreich gegen die Wilden verteidigen. Der ganze Dschungel ist voll von denen. Wenn wir welche fangen, bringen wir sie als Sklaven hierher. Unsere Waffen sind ihren überlegen, aber sie benutzen schwarze Magie. Da muss man mit allem rechnen. Ihr bereitet die Evakuierung Calderas vor, richtig? Nicht nur das. Die alte Welt wurde durch den Krieg der Titanenlords fast völlig zerstört. Sie haben die Magie der alten Tempel benutzt, um ihre Titanen zu beschwören. In der neuen Welt gibt es auch solche Tempel. Einer davon steht an der Schwertküste. Wir sind da, um den Tempel zu beobachten und zu verhindern, dass jemand seine magische Macht entfesselt. Sonst sieht es in Arborea auch bald so aus wie auf dem nördlichen Kontinent. So, die gute Schwertküste. Ich kann mir gut vorstellen, dass da uns unser Weg auch entführt. Ja, und das mit den Sklaven, das ist natürlich eine ganz unschöne Sache. Selbst bei uns in der menschlichen Geschichte ist ja so etwas vorgekommen. Oder ist es sogar heute noch. Aber wie dem so sei, ist ein anderes Thema. Wir reden gleich im nächsten Part mal mit dem guten und netten und dicken Di Fuego. Also bis gleich, Freunde.